Hallo, Servus und habe Ehre zu Scientology und Dianetik privat und warum? Folge Nummer 12. Wie gesagt, der Hinweis wieder, wenn du neu bist, schau dir die anderen vorbei kurz an, dann weißt du, um was es geht. Ich knüpfe weiter mit meinem eigenen Beispiel, wo es Dianetik oder wie der Verstand funktioniert. Ist vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist meine Idee. Wenn ich jetzt sage, der Verstand, man muss sich das vorstellen, ist wie ein großer Behälter, wo man einfach was rein tut. Er ist halt, nehmen wir einfach eine Garage, eine normale Autogarage, ist ein Raum, wo man einfach Dinge reinstellt, und beim Verstand ist es genauso. Man tut alles, was man erlebt, die Aufzeichnungen, darum hat man ja die Erinnerung. Man tut da schöne Sachen rein, zum Beispiel, wenn ich jetzt das Umwelt auf die Garage, ein schönes Radl rein und im Fernsehen rein, keine Ahnung, alles, was mir halt gut ist, passiert. Und es gibt auch Sachen, die sind nicht so schön. Zum Beispiel, wenn ich einen Verleger in der Garage habe, dann streiche ich halt drüber, oder wenn ich nicht mehr drüber streichen kann, dann stehe ich halt meistens was davor, um das zu verstecken. Zum Beispiel, wenn ein Schimmelfleck ist, oder dann tue ich halt vielleicht einen Karton oder irgendwo was davor. Und im Laufe der Zeit wird halt die Garage immer mehr voll und man vergisst oder weiß dann vielleicht gar nicht mehr, Mensch, was habe ich denn da hinten an der Wand am Eck stehen? Es verschwindet immer mehr, weil der Verstand ist ja nicht, in dem Fall nicht vergleichbar mit der Garage, weil eine Garage ist irgendwann ganz voll und der Verstand ist eigentlich sehr, sehr viel größer, sage ich mal einfach. Jetzt passieren diese Dinge natürlich alle, wenn man bewusst ist. Dann weiß man ja, ach ja, irgendwann habe ich da das eine da, dann kann man vielleicht noch was unternehmen dagegen. Jetzt ist es aber so, wenn jetzt halt im Leben zum Beispiel ein Unfall ist oder Schmerz, dann hat der Verstand einen Schutzmechanismus, wo praktisch das Bewusstsein runterfährt, und das Unterbewusstsein schaltet sich dann ein zum Schutz vom Verstand. Und das nehme ich jetzt in dem Beispiel von der Garage so her. Die Garage hat einfach ein Seitentür. Und wenn ich jetzt einen Unfall habe oder einen Schmerz, dann mache ich natürlich vorne zu, die Seitentür ist aber auf, und jetzt kommt da zufällig der Postbote vorbei oder DHL und bringt da ein Backe rein und stellt das Backe da einfach rein, mit, sagen wir jetzt als Beispiel, wieder ein witziges Beispiel, mit einem Kuchen, einem Käsekuchen einfach. Stellt er das rein und ist wieder weg. Mittlerweile kommst du wieder zurück, weil der Schmerz ja irgendwann nachlässt, kommst du ins Bewusstsein und stehst wieder davor und weißt aber nicht, dass in dieser Zwischenzeit, sagen wir mal, dieser Postbote oder DHL-Mensch da den Kuchen reingestellt hat. Das weißt du einfach nicht und du schaust ja nicht, weil es ist dir ja nicht bewusst. Jetzt wird nach einer bestimmten Zeit, sage ich mal, irgendwann der Käsekuchen schimmeln oder zum Stinken anfangen oder wie auch immer. Und du wirst sagen, was stinkt denn da? Irgendwas ist, irgendwas passt nicht. Und du kommst aber nicht dahinter, weil du weißt ja nicht, dass in der Zeit, sage ich mal, wo du nicht bewusst warst, dass da was in deinen Verstand reingekommen ist. Und das ist jetzt, sagen wir mal, ein witziges Beispiel von mir, das ist von mir selber gemacht, aber so kann man das vielleicht verstehen. Und wenn man sich dann vorstellt, wie oft es im Leben ist, dass man oft mal kurz nicht da ist, sei es jetzt durch einen emotionalen Verlust, sagen wir mal, wenn man, wie schon gesagt, wenn man eine Prüfung nicht geschafft hat oder wenn eine Liebe zerstört worden ist, dann ist man halt unten und dann passieren wirklich Sachen, die nimmt man auf und die trägt man dann oder die trägst du dein ganzes Leben mit dir. Und mit Dianetik hast du wirklich gesagt, das erste Mal mit einer ganz einfachen Art einfach die Möglichkeit, diese Sachen zu entdecken und zu lösen. Weil wenn du dann entdeckst, dass in der Garage hinten irgendwo im Eck oder auf der Seite einfach dieser schimmelige Käsekuchen ist, dann packst du den und schmeißt ihn in die Mülltonne. Genau. Ich hoffe, also es war jetzt ein bisschen witzig, aber so, das ist vielleicht einmal eine ganz interessante Sache, wie man sich das besser vorstellen kann. Genau. Das war es so viel zu dem letzten, und ich muss dann bei dem nächsten Video, was ich dann vom vorletzten habe, bin ich eigentlich noch was schuldig, und zwar von einer Sitzung von mir, wo da was ganz was Außergewöhnliches passiert ist. Das zeige ich euch dann beim nächsten Video. Okay, soweit so gut. Ich sage wieder Servus und habe dir bis zum nächsten Mal.